Guten Morgen, guten Morgen, meine Lieben. Hier bin ich wieder. An einem völlig neuen Tag, in einem völlig neuen Moment. Frei von der Vergangenheit. Das ist es, woran es wirklich im Erwachen geht. Wir sind frei von der Vergangenheit. Wir sind frei von allen vergangenen Ideen, von allen vergangenen Geschichten. Von allem vergangenen Leid, Schmerz, Traumas, Geschichten des Opferns, der Verzweiflung, der Angst, der Krankheit. Wenn wir das so entscheiden, es ist wirklich alles eine Entscheidung. Auf das geht es letztendlich im Kurs, in der Wahrheit, dass es alles eine Entscheidung ist. Will ich frei sein von der Vergangenheit, dann kann ich es wirklich sein, wenn ich mich so entscheide. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit wird dich wirklich frei machen. Frei von was? Von der Geschichte der Vergangenheit. Von deiner menschlichen Geschichte, an die du für so lange Zeit geglaubt hast. Die ich geglaubt habe, kann ich frei sein. Das ist das große Geschenk, dass wir jeden Tag, jeden Moment, in jeder Sekunde erhalten, frei zu sein. Du bist frei. Frei von allen Ideen, von allen Glaubenssätzen, von allen Begrenzungen der Vergangenheit. Es ist ein neuer Moment gekommen. Was völlig Neues, was Reines, was Unbeschriebenes, Unbegrenztes. Ein neuer Moment. In den kommen wir zusammen. Und so zielen letztendlich alle Lektionen, das ganze Erwachen, immer auf diese innere Freiheit ab, frei im Geist zu sein. Ihr könnt den Film Auferstanden, glaube ich, heißt er, in Deutschland schauen. Und da geht es darum, dass Jesus ja letztendlich den Römern entkommen ist. Dass Jesus auferstanden ist und dass sie ihn jetzt verzweifelt suchen, weil sie nicht wissen, was mit ihm passiert ist, wohin er ist, aber wohin er geflohen ist. Und sie interviewen Maria Magdalena und fragen sie: Kannst du uns bitte sagen, wo Jesus ist? Wir werden dir dafür reichlich bezahlen und Geld geben und du wirst ein sorgenfreies Leben führen können. Und wenn nicht, uns du es nicht sagst, dann werden wir dich in den Kerker stellen. Setzen in das Gefängnis. Und sie sagt, ja, ihr könnt das ruhig tun. Ihr könnt mich ruhig in das Gefängnis. Aber ihr könnt mir setzen, aber ihr könnt mich nicht frei, die Freiheit nehmen. Das ist unmöglich. Ich bin jetzt schon frei. Das ist, was innere Freiheit ist. Es kann passieren, was will, aber ich bin innerlich immer noch frei. Ich kann immer noch auf jede Situation mit Ärger reagieren und ich bin unfrei, weil ich durch den Ärger gebunden bin. Oder mit Dankbarkeit. Ich bin dann frei. Dankbarkeit macht mich frei. So wollen wir doch heute dankbar sein. Einen Tag der Dankbarkeit widmen, weil das uns Freiheit gibt. Du willst doch frei sein von diesen Geschichten der Vergangenheit. Und dankbar sein, dass du jetzt neu sein kannst, dass alles neu sein kann, dass dir alles neu gezeigt werden kann, wer du wirklich bist, wirklich, wirklich bist. Und der kann nicht gefangen genommen werden, weil der nicht in Raum und Zeit ist. Nur diese Geschichten von Raum und Zeit versuchen mich gefangen zu nehmen. Aber wer ich wirklich bin, kann nicht gefangen genommen werden. Der ist ewig frei. Der Sohn Gottes ist ewig frei. Das sind die guten Nachrichten. Du bist frei. Ich bin besorgt über etwas, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich habe Angst vor etwas, weil ich sehe, was nicht da ist. Es ist nicht da. Warum ist es nicht da? Weil es immer nur eine Interpretation aus der Vergangenheit ist. Es ist bereits längst vorbei. Alles, was ich sehe, ist vorbei. Ich sehe nur die Vergangenheit. All diese Lektionen zeigen mir den Ausgang, die
Tür nach hinaus, nach Hause, in die Freiheit, in die geistige Freiheit. Ich bin frei. Ich ärgere mich, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich bin frei dann. Es ist eine Freiheitserklärung. Und so lade ich dich wirklich ein, diese Lektionen zu machen, dich wirklich dahin zu geben, weil es deine Freiheitserklärung ist. Nicht, weil dir jemand sagt, du müsstest das tun und dem folgen. Nein, weil es sofort eine Erfahrung von Freiheit. Wie oft willst du frei sein? Willst du in jedem Moment frei sein? Dann erinnere dich in jedem Moment. Darum doch geht's. Ein undisziplinierter Geist kann nichts erreichen. Nichts. Weil er immer nur in der Geschichte gefangen ist. Und jemand, der in der Geschichte gefangen ist, kann nicht frei sein. Aber du kannst frei sein. Du willst frei sein und du bist jetzt schon frei, wenn du es dir erlaubst. Und so sage ich unendlichen Dank für diese Botschaft von Jesus, die uns so frei macht, die uns so jenseits von Raum und Zeit in Hier und Jetzt frei macht. Und ich bin so dankbar für diese Lektionen. Ich ärgere mich nie aus dem Grund, den ich meine. Ich ärgere mich, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich habe Angst. Alles, was mir Angst erzeugt, ist in Wirklichkeit nicht da. Weil die Wirklichkeit nicht Angst erzeugt, nicht Angst erzeugt. Keine Angst in mir hervorrufen kann, sondern nur ewigen Frieden. Das heißt, alles, was mir Angst erzeugt, muss ein Produkt nur meines Geistes sein, eine Projektion meines Geistes. Hat nichts mit Wirklichkeit zu tun, weil Wirklichkeit erzeugt Frieden. Gib mir nur Frieden. Ich muss mich also in meiner Interpretation, in meiner Meinung geben, Bedeutung geben, mich geirrt haben. Ich habe mich geirrt. Das sagt letztendlich die heutige Lektion 6. Ich habe mich geirrt. Ich gebe eine Bedeutung, die es nicht hat. Ich habe mich geirrt. Ich bin im Irrtum. Immer wenn ich ärgerlich bin, bin ich im Irrtum. Immer wenn ich Angst habe, bin ich im Irrtum über mich selber. Immer wenn ich mich sorge über die Zukunft, bin ich im Irrtum über mich selber. Ich habe vergessen, dass ich frei bin. In Gott, in der Schöpfung, im jetzigen Moment. Es ist nur ein Irrtum, ein Denkfehler. Alle Angst, aller Zweifel, alle Krankheit, alle Depression, alle Sorge, alle Ärger, alle Wut ist nicht etwas Schlechtes, es ist nur ein Denkfehler. Das ist die Botschaft der Freiheit. Es gibt nichts Schlechtes, es gibt nur Denkfehler. Und die können korrigiert werden. Und die werden jetzt korrigiert, wenn du es erlaubst, wenn du sagst, ich ärgere mich, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich habe Angst, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich sorge mich, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Dann bin ich frei. Was für eine Challenge, was für ein Abenteuer dieses Erwachen in uns doch darstellt. Es ist ein Abenteuer, ein freudiges Nachhausekommen, mein Bruder. Und ich bin so froh, dass wir das nicht alleine machen, dass wir uns erinnern können. Immer wieder, immer neu, ist immer neu. Es gibt Leute, die sagen mir, du sagst immer dasselbe. Nein, es ist immer neu. Es ist in jedem Moment neu, eine Erinnerung für mich in meinem Geist. Es ist nur dann eine Wiederholung, wenn ich so sehen will. Aber das ist ein Gedankenfehler. Eine Wiederholung zu sehen ist ein Gedankenfehler. Weil in Gott gibt es keine Wiederholungen. In Gott ist immer alles neu. Wenn ich glaube, das habe ich schon tausendmal gehört, dann bin ich in der Vergangenheit. Und es ist ein Gedankenfehler. Es ist immer neu. Es ist immer neu, komplett neu. Es zeigt sich immer ganz neu. Ich bin ärgerlich, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Es ist nicht da. Ich habe Angst vor etwas, was nicht da ist. Ist doch unglaublich. Was für eine Befreiung. Was für eine Gnade, dass wir das üben dürfen, in dieser Befreiung zu leben. Und Befreiung bringt immer Freude mit sich. Und so sage ich einfach Dank, mein Bruder. Ich sage dir so Dank für und ich wünsche dir alles das Beste in der Anwendung der heutigen Lektion und ich liebe dich. Diese ewigen Freiheit, die uns verbindet im Geiste Gottes, im Hier und Jetzt. Danke, mein lieber Bruder.
Heute am Abend gibt es keine Zoom-Session, weil ich auf Reisen bin. Aber wir sehen uns in einem Augenblick. Und vergiss nicht, wie sehr du geliebt bist, wie sehr du frei bist und wie sehr Freude in dir bereits ist. Danke, mein lieber Bruder. Ich liebe dich und umarme dich und danke.